Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Base in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgen. Und 3, 2, 1, let it! Ich hab es schon wieder vermasselt! Nein! Er hat plötzlich eine komplett andere Flugbahn! Ich verstehe einfach nicht, was hier abgeht. Du hast dich vorbereitet wie für einen Rush-Launch. Ich hab noch nie so einen Move gesehen! Was geht hier ab? Beltrick hat's geschafft. Wir haben heute einen neuen Move erfunden. Das geht in die Geschichte ein. Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Let it rip, unsere Zeit und unser Leben. Beyblade Burst, weil wir da draußen unser Bestes geben. Beyblade Burst. Der Flash Launch, irre schnell. Hey, wisst ihr was? Der Beyblade Club hat das Gütesiegel erhalten. Naja, so in der Art. Jetzt trainiere ich meine neue Spezialfähigkeit. Versuch es. Behalt die Nerven, Honcho. Innerer Frieden. Denk an Sonnenschein und Tacos. 3, 2, 1, let it rip! Rein mit dir, Valtriac! Was ist passiert? Du siehst ein bisschen verloren aus, Junge. Das war ja eine totale Pleite. Es war nicht anders als dein gewöhnlicher Rush-Launch. So schaurig, so traurig, Walt. Danke nochmal, dass du mir das Rampenlicht überlässt. Oh. Er weicht dem Rush-Launch mit Leichtigkeit aus. Beeindruckt? Ich bin total auf einer Wellenlänge mit meinem Bay. Das war's dann. Wenn Valtriac nicht früh angreifen kann, verliert er seine Power ziemlich schnell. Seht euch das an. Rock the World, kein Kratzer. Klasse! Valtriac steht. Wow, habt ihr das gesehen? Survivor Finish für Rock the World. In Ordnung. Gut gemacht, Kumpel. Ich wusste, dass du's drauf hast. Was soll die Aufregung? Du hast nur einen Punkt. Das hole ich wieder auf. Erinnerst du dich daran, dass ich eine Revanche wollte? Tja, das ist sie jetzt. Oh, yeah. Das war nur Pech. Dieses Mal bringe ich meinen neuen Move. Okay, Zeit für die nächste Runde. Bereit! Lass knacken! Enttäusch mich nicht, Valtriac. Bereit? Auf die Plätze! Also, wer steht als Erster in der Schlange für mein Autogramm? Ich begreif's nicht. Wieso krieg ich es nicht mehr hin? Wer weiß warum? Aber hey, ich beschwer mich nicht! Ja, komm schon, warte mal, okay? Wieso die Eile? Sieh dir das an. Die beiden liegen schon weit zurück. Das kommt davon, wenn man nicht jeden Tag trainiert. Die nehmen Beyblade nicht ernst. Für die ist das nur ein Spiel. Komm schon, wir schalten einen Gang höher, Hoji. Alles klar. Hilf mir runterzukommen! Ich muss meinen Schuh binden. Lauf weiter, ich hol dich ein. Komm schon, Nika. Ich konnte die arme kleine Katze nicht einfach hier oben lassen. Soll ich jemanden zu Hilfe holen? Bleibt genau, wo ihr seid. Hä? Ich helfe dir darunter. Aber halt dich gut fest, okay? Okay. Wir machen das schön langsam. Lass nicht los, bis wir unten sind. Werde ich nicht. Du bist der Beste.
schon okay, Mizi. Versuch das nächste Mal vorsichtiger zu sein. Okay, Großer? Verstanden. Bis später. Jetzt erinnere ich mich. Was, kennst du ihn? Nein, aber ich glaube, er ist Walls nächster Gegner. Oh. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass sein Name Hoshikonda ist. Oh, warte, wir konnten uns nicht einmal bedanken, nachdem er dir runtergeholfen hat. Total vergessen. Komm schon, schnell. Halt durch. Hey, Leute, jetzt hab ich's. Mir ist was eingefallen. Was eingefallen? Bevor ich es geschafft hatte, wurde ich von hinten von diesem Basketball getroffen. Ich frag mich, ob... Sprich weiter. Yeah! Ich verstehe das überhaupt nicht. Ist egal, wir probieren es. Bist du bereit, Alter? Ja. Yeah. Ah! Hey, hast du den Verstand verloren, Honcho? Komm schon, du wolltest doch, dass ich den auf dich werfe, nicht ich. Ja, aber nicht so fest. Redet man so mit jemandem, der seine Zeit opfert, um einem zu helfen? Eine Superhilfe! Das weiß ich schon! Hast du eine Ahnung, wie weh sowas tut? Das kommt mir bekannt vor. So ziemlich. Es ist sein Handgelenk. Denk mal drüber nach. Erinnerst du dich, als der Ball dich getroffen hat? Das hat dich dazu gebracht, dich weiter vorzubeugen. Du hast unbewusst versucht, das zu kompensieren und hast dein Handgelenk gerade ausgestreckt. Hab ich? Du weißt es. Und dein Starter war auf einer geraden Ebene mit der Arena. Also ist mein Handgelenk der Schlüssel. Du musst es gerade halten. Probieren wir es aus! Ich kann nicht glauben, dass Shu das entdeckt hat. Jetzt beweise ich seine Theorie. Ich hätte dir sagen können, dass es nichts mit dem Ball zu tun hatte. Bin ich unsichtbar? Schon okay. Vergiss einfach den armen Alten. Mach ich. Ich positioniere mich genau wie beim Rush Launch. Dann stelle ich sicher, dass mein Handgelenk gerade ist. Das ist es. Komm schon. Runter damit. Bereit? Auf die Plätze. 3, 2, 1. Let it rip! Oh. Es hat funktioniert. Ja! Diese Geschwindigkeit ist irre. Oh ja! Wow, wir Champion! Ja. Wenn dein Gegner versucht, das Zentrum einzunehmen, kannst du deine Geschwindigkeit dazu benutzen, ihn an den Rand zu stoßen. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Zeit für meinen Glückstanz. Keine Ahnung, was du da tust. Ich hab viele Talente. Wie sollen wir ihn nennen, Veltriac? Ja, super Idee. Erde an Walt hier. Bitte sag mir, dass du nicht gerade mit deinem Bay geredet hast. Mach ich immer. Oh. Wieso? Redet nicht jeder von euch mit seinem Bay? Das ist doch normal, oder? Mhm. Moment, ihr meint, ihr redet alle mit euren Bays? Mhm. Ich fühle mich so einsam. Also wieso habe ich diese Spezialfähigkeit nicht? Ihr müsst mich auf dem Laufenden halten bei diesen Dingen, okay? Wieso sollten wir das tun? Ich werde das einfach ignorieren. Jedenfalls, wie nennst du deinen neuen Move? Das ist es. Ich nenne ihn Flash Launch. Schön, gefällt mir. Außer, dass es sehr nach Rush Launch klingt. Pets, böser Wauwau. Wuff. Klingt nach einem tollen Namen. Okay. Es ist Zeit, intensiv zu trainieren, damit ich nicht vergesse, wie ich ihn überhaupt zustande gebracht habe. Los geht's. Flash Launch! Das war knapp. Alter, was machst du da? Noch so ein grandioses Versagen. Start! 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 Was ist mit mir los? Du hast es nur bei einem von 10 Versuchen hingekriegt. Lausige Quote. Viel zu riskant, ihn bei einem richtigen Kampf einzusetzen. Seid euch nicht zu sicher. Ich habe ihn zwar nicht jedes Mal hingekriegt, aber mit mehr Training werde ich ihn beim Wettkampf schaffen. Das ist ein Versprechen, Partner. Geschafft. Hm? Hey, tut mir wirklich leid, dass ich spät bin. Hier, fang.
Cool, danke, das weiß ich zu schätzen. Also, Hoji, ich habe über deinen nächsten Kampf nachgedacht. Und? Mach dir keinen Stress damit, diesen Vent oder Vault zu schlagen, wie auch immer er heißt. Du willst, dass ich absichtlich verliere? Sieh mal, er hat es nur mit purem Glück so weit geschafft. Keine Sorge, ich werde im Halbfinale mit ihm den Boden wischen. Kommt, wir laufen noch eine Runde. Sicher. Ich versteh's nicht, Toko. Was hat er denn dieses Mal vor? Wieso will er, dass Hoji verliert? Das macht keinen Sinn. Ja. Drei, zwei, eins, let it rip! Ja, genau so. Breite deine Flügel aus und dann los! Flieg! Horror-Suit! Mach dir keinen Stress damit, diesen Vent oder Vault zu schlagen, wie auch immer er heißt. Aber wieso? Ich begreif's nicht. Horror Suit, was soll ich tun? Sag's mir. Vielleicht lassen wir ihn besser in Ruhe? Ja. In Ordnung. Letztes Mal, versprochen. Flash Launch! Dein Versprechen ist mir sowas von egal. Alles klar, das sieht jetzt perfekt aus. Super, verbeugt euch alle vor meinem unbesiegbaren Weltreak. Komm runter, Mann, es ist zu früh, um zu feiern. Nachhaltigkeit ist das Einzige, woran wir arbeiten müssen. Es ist noch zu riskant, ihn in einem echten Kampf einzusetzen. Versteh, was du meinst. Also, du hast einen neuen Move, hä? Huh? Huh? Hoji Kanda. Das ist richtig, ich will ein Battle. Mit dir, Vault. Wieso? Was springt für ihn dabei raus? Außerdem solltest du nicht in der nächsten Runde gegen Vault antreten? Ja. Oh, ich verstehe. Du willst dem Beyblade-Club beitreten, richtig? Nein, sorry. Oh, Mann. Hey, ich bin hier, um dich zum Kampf herauszufordern. Was sagst du? Machen wir das? Ich verstehe total, warum du das willst. Du kannst nicht erwarten, dass der Kampf anfängt, richtig? Okay, lass die Party steigen! Mach mal langsam, Teufelskerl! Hm? Du täuschst dich gewaltig, wenn du denkst, dass wir so naiv sind. Wir alle wissen, was du vorhast. Hä? Mit spezieller Ausnahme von Vault natürlich. Hey, was willst du damit sagen? Du weißt, was er sagt. Er ist hergekommen, um zu sehen, wie du spielst und um deine Schwächen auszuspionieren vor dem großen Battle. Ist das nicht so, Hoji? Gib's zu! Oder du bist da, um ihn durcheinander zu bringen und mental aus der Bahn zu werfen. Ja, so wie jemand anderes das vorher schon getan hat. Ja, das tut mir leid. Dann vergesst es einfach. Hä? Huh? Bleib stehen! Komm zurück! Komm wieder zurück! Wenn du ein Battle willst, dann kriegst du einen. Ah. Hoji, ich werde dein Gegner sein. Ich werde sein. Dich fertig mich. Machen. Mhm. Wen wirst du auswählen? Okay, dann tun wir es also. Was hat er, was ich nicht habe? Ich schätze, es ist, weil Rock Devo und Horror Suit beide Ausdauertypen sind. Das ist ein guter Punkt und Doomsizer ist ein Angriffstyp. Exakt, genauso wie Weltriek. Wenn er so nah wie möglich an einen richtigen Battle heran möchte, dann will er natürlich gegen den Bay mit dem gleichen Typ kämpfen. Hey, solange es nicht daran liegt, dass jemand denkt, dass Daigo besser ist als ich, ist alles gut. Das ist unsere Theorie. Ach, die nehme ich dann. Schwamm drüber, Kumpel. Hat jemand nach einem Schiedsrichter gerufen? Und erster Battle. Also das ist ein Langspuler? Wie ich gehört habe, braucht man eine große Menge Kraft, um den zu meistern. Ich platziere mich vor deiner riesigen Bürde, damit ich besser sehen kann. Wenn ich meinen Kampf gewonnen hätte, wäre Hoji mein nächster Gegner geworden. Hey, wenigstens habe ich jetzt die Chance, gegen ihn zu kämpfen. Doomsizers Power kann mit der von Weltrek gut mithalten. Er wird ein guter Gegner sein. Vault, du passt besser gut auf. Du solltest aus diesem Battle was mitnehmen, für deinen eigenen Kampf. Wie bitte? Hast du was gesagt?
Du denkst nicht mal daran, da was mitzunehmen. Typisch Walt. Egal, ich werde diesen Battle gewinnen. Für mich. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1, let it go! Was geht hier vor? Wow! Diese vier Greifer rasten ein, um die Zentrifugalkraft besser aufzubauen. Das ist krass. Doomsizer, reiß ihn in Stücke mit deiner Sense. Wie ist er dieser Attacke ausgewichen? Ich fang gerade erst an. Los, Doomsizer! Flieg, Power Suit! Er tut alles, was er kann, um Doomsizer zu schwächen. Du musst durchhalten! Dieser Battle gehört mir! Bleib in der Offensive! Uns hält absolut niemand auf. Power Suit Field! Horace Hood gewinnt die erste Runde. Mit einem Burst-Finish. Doomsizer hat verloren. Gar nicht wahr. Du bist gut, muss ich sagen. Dein Doomsizer auch. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Horace Hood Field ist ein krasser Move. Ja, nur jemand, der den Langspuler gemeistert hat, könnte einen solchen Move durchziehen. Wow, beeindruckend. Jetzt bin ich noch mehr motiviert, gegen Hoji zu kämpfen. Das wird super werden. Leute, warum stehen wir hier so rum? Wir müssen trainieren. Walt, es gibt ein ganz riesiges Problem. Ernste Schwierigkeiten. Worum geht's? Es geht um Hoji. Bakia! Hä? Was hast du für ein Problem? Ich trainiere noch. Können wir später reden? Ich habe entschieden, dass ich auf meinen nächsten Kampf verzichte. Im Ernst? Keine Chance. Wieso? Lieber mache ich das, als mich zu blamieren. Ich höre einfach komplett mit den Bladen auf. Oh bitte, sei nicht so pathetisch. Du kannst nicht aussteigen! Das wird auf keinen Fall passieren! Du und ich haben ein Battle! Hörst du, was ich sage, Vakia? Also tu uns beiden einen Gefallen und befiehl ihm nicht mehr, den Kampf hinzuschmeißen! Wovon redest du da? Oh, bitte! Ich weiß, dass du ihm gesagt hast, dass er mich nicht besiegen soll. Deshalb ist er nämlich danach zu mir gekommen, weil er einen ehrlichen Kampf haben wollte. Stimmt das etwa nicht, Hoji? Sag was! Also darum geht es hier. Komm schon, du hast mich völlig falsch verstanden. Ernsthaft? Du denkst, dass ich das verlange? Ihr beide habt das Schlimmste angenommen. Ich wäre beleidigt, wenn das nicht so eine Lachnummer wäre. Der nächste Kampf, sagst du? Es ist offensichtlich, dass Hoji gewinnt. Aber das bedeutet, dass wir beide im Halbfinale sein werden. Willst du das wirklich? Wir kämpfen andauernd. Ich weiß, dass ich egoistisch war, aber ich wollte die Dinge interessant halten. Ich will gegen Walt kämpfen. Hä? Hoji, wir haben jetzt eine Weile trainiert. Es ist immer eine Herausforderung. Versteh mich nicht falsch, aber ich gewinne immer. Doch, so lächerlich das klingt, du bist praktisch mein Bruder. Wow. Mach dir keine Gedanken deswegen. Sind wir hier fertig? Bakia, es tut mir so leid. Wie ich sagte, keine große Sache. Weißt du, Bakia, wenn ich morgen gewinne... Mach dich auf den Battle deines Lebens gefasst. Du wirst alles, was du hast, aufbieten müssen. Keine Sorge. Ich werde dir alles zeigen, was ich drauf hab. Kann ich eine Übersetzung haben? Irgendwer? Hör zu. Ich werde dich im nächsten Kampf besiegen müssen, Walt. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann, Hoji. Oh, das wird so gut werden. Ja. Training? Ich bin dabei! Was? Ich werde dich so fertig machen! Träum weiter, Junge. Nein, ich muss das schaffen! Ich trainiere, verzieh dich, du Zwerg. Ich auch, geh zur Seite! Du bedrängst mich. Und ab! Oh, und Mom, du würdest es nicht glauben. Vakia ist so schnell.
Wenn ich mich nicht irre, hast du bisher noch kein Rennen verloren, oder Walt? Nein, aber du hättest es sehen sollen. Er war fast so schnell wie ich. Ich verstehe das nicht. Schnellrennen hat nichts mit Base zu tun, oder? Doch, ich glaube, das hat es sehr wohl. Hä? Wieso? Denk darüber nach. Die Power, wenn du deinen Base startest, kommt von der, ich glaube, es heißt Rumpfmuskulatur. Guter Punkt. Hey, ja, ich schätze, du hast recht. Kein Wunder, dass Vakia läuft. Er muss sich schließlich richtig gut vorbereiten. Er hat einen harten Kampf vor sich. Verstehe, also das hat er die ganze Zeit gemacht. Wo wäre er bloß ohne mich? Das ist es! Ich fange gleich morgen, nein, jetzt gleich an! Ich werde jeden Tag rennen und alles tun, was nötig ist, um sicherzugehen, dass mein Flash-Launch jedes Mal perfekt ist! Oh nein, machst du nicht, es ist zu spät! Okay, dann renne ich eben im Haus! Auf keinen Fall, daraus wird nichts! Oh, ich muss irgendwo trainieren, Mom! Ein mächtiger Gegner! Hyper Horror Suit! Wir sind hier live dabei, wenn gleich die vierte Runde der Bezirksmeisterschaft beginnt. Ja, ich werde alles umhauen. Wie ich sehe, bist du schon aufgeregt. Ja, ich werd's rocken. Gut, ich auch. Ich würde es nicht anders wollen. 10 Sekunden bis Showtime, Leute. Hm? Bitte, ihr beiden, stellt euch jetzt hinten an die Bühnentür. Okay. Meine Damen und Herren, heißen Sie die ersten Wettkämpfer des heutigen Tages herzlich willkommen. Hoji Konda und Volt Aoi. Komm schon, Volt, du kannst es schaffen. Vermassle das nicht. Leute, ich hab das im Griff. Überlass das mir. Mir geht's gut. Macht euch bereit, denn der Battle zwischen Veltriac und Horrorsuit beginnt jetzt. Hä? Ich hoffe, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Ein Ring-Out-Finish und ein Survivor-Finish sind je einen Punkt wert. Ein Burst-Finish bringt 2 Punkte. Wer zuerst 2 Punkte erreicht, ist der Sieger. Es ist soweit, Zeit loszulegen. Alles klar. Ha! Ziehen wir es jetzt durch. Oh ja, aber sowas von. Es gefällt mir, wie Walter Oi seine Schulter aufwärmt. Ich schätze, dieser Junge meint's ernst. Und wenn Hoji Kondas Langspuler so eng gewickelt ist wie sein Haar, dann aufgepasst. Wartet, während ich meine Fliege lockere. Das wird heftig, Freunde. Erster Battle. Er wird mit Sicherheit sein Horrorsuit Field einsetzen. So hat er Daigos Doomsizer bersten lassen. Er ist wahnsinnig mächtig. Aber das ist nicht genug, um mich zu stoppen. Ich habe es im Gefühl, ich werde gewinnen. Wieso lächelt dieser Typ bloß die ganze Zeit? Er ist ganz schön durch den Wind. Darum ist er wohl auch auf der Bühne gestolpert. So war. Wenn ihr mich fragt, gewinnt Hoji 100 Pro. Komisch. Was könnte der Grund für sein Lächeln sein? Er sieht so glücklich aus. Schade, dass ich dieses Grinsen aus seinem Gesicht vertreiben muss. Ich glaube, Hoji hat gerade seinen Griff verändert. Hä? Wieso sollte denn jemand sowas tun? Weil es ein Vorhandgriff ist, klaro! Den Vorhandgriff benutzt man, wenn man Kontrolle braucht. Er denkt zu viel nach. Es gibt keinen Grund, so vorsichtig zu sein. Wieso sollte man so viele Gedanken an ein Kind wie diesen Walt verschwenden? Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Horrorsuit, Zeit zu fliegen! Alle 4 Krallen haben sich geöffnet! Könnt ihr diesen unglaublichen Vogel fassen? Er fliegt hoch bis in die Sonne! Wartet, jetzt rast er direkt ins Zentrum der Arena! Sieht gut aus! Bleib auf Kurs! Veltriac bringt einen Rush-Launch! Das ist so gigantisch! Wir werden zu Legenden! Volt Rush-Launch! Das ist ein Geschenk, das immer wieder Freude macht! Yeah! Mein Lieblingsgeschenk! Du machst das super! Ja! Krallen für den Kampf und Flügel für die Kraft! Aber was ist das? Das Horrorsuit Field scheint ein höheres Level erreicht zu haben! Veltriac wird abgewehrt! Er fängt an zu schwanken und
jetzt stehen geblieben. Horrorsuit hat seine wahre Power gezeigt. Horrorsuit gewinnt mit einem Survivor-Finish. Hoji Konda bekommt einen Punkt. Ja! Mein armer Freund, der absolute Horror. Oh nein! Es tut weh, das mit anzusehen. Ist nicht lustig. Ich andererseits finde es witzig. Er hat diese Grifftechnik für bessere Kontrolle benutzt und dafür Kraft geopfert. Hm? Ein Kontrollgriff? Das bedeutet, er hat seine ganze Kraft noch nicht gezeigt. Walt steckt in Schwierigkeiten. Also, das war's dann. Ein Rush Launch ist nutzlos, wenn ihm der Dampf ausgeht. Hallo, Kyoji. Ich fühle mich geehrt, dass der große Schuh sich noch an meinen Namen erinnert. Ich erinnere mich an jeden meiner Gegner. Hab gehört, dass dieser Walt ein guter Freund von dir ist. Fällt gerade schwer zu jubeln, oder? Überhaupt nicht. Komm schon, es ist offensichtlich, dass er verliert. Kümmere dich um deinen Kampf, bevor du dir Sorgen um den der anderen machst. Das gleiche gilt für dich? Hoji erteilt ihm eine Lektion. Er ist schon in Führung. Hoffentlich gewinnt er den nächsten und beendet das flott. Wir wissen alle, dass er das Ding gewinnen wird. Mich interessiert eigentlich nur noch wie. Hey, Hoji, mach einfach kurzen Prozess. Es lohnt sich nicht lange, mit ihm rumzuspielen. Ja? So lächerlich das klingt, du bist praktisch mein Bruder. Ja, du sagst es. Der nächste Battle ist für dich, Wakia. Hoji! Hm? Dein Horrorsuit fehlt der Spitze, Mann, wie du rockst! Beltrix Rush Launch hat kaum einen Kratzer hinterlassen. Ich muss mich heftig steigern. Was ist los mit diesem Kerl? Wieso ist er so glücklich, wenn er verliert? Aber es gibt immer noch eine Chance, dass ich den nächsten Punkt hole. Ich zeig euch, was ich meine. Auf die Plätze! Zweite Runde! Weißt du, ich kann wirklich nicht sagen, ob das nur Show ist oder nicht. Wie kann jemand denn so enthusiastisch sein? Oh Mann, er braucht jetzt was Großes. Walt, hör zu! Du gibst lieber alles, was du hast, sonst kann ich mich nicht mehr mit dir sehen lassen. Ich bin dran, Honcho. Es ist Zeit, diesen speziellen, du weißt schon was, einzusetzen. Er hat recht, benutzt den Flash Launch. Gerade ist eine Tarnung geplatzt. Hast du irgendeine Ahnung, über was sie reden? Nein, aber Walt wird machen, was er am besten kann, gewinnen. Ja, Toko, ich glaube, du hast recht. Der Flash Launch, hm? Du spielst mit dem Feuer. Was reden die da über einen neuen Move? Du hast also einen neuen Move, hä? Huh? Ist es der, den ich bei ihm gesehen habe? Hoji Konda. Komm schon, wir machen das jetzt, Beltriek. Bereit für etwas Luft? Ich glaube, du wirst fliegen wie ein Profi. Bei diesem Move ist Beltriek mit unglaublicher Geschwindigkeit um die Arena gekreist. Walt könnte mich aus dem Zentrum schieben und dann den Angriff von dort aus weiterführen. Aber wenn ich weiß, welchen Move er benutzen wird und ich das gegen ihn verwenden kann... Zweiter Battle! Ich höre Gerüchte über einen neuen Move von Walter Oi. Ist es wahr oder nur Wunschdenken von seinen Fans? Hoji Konda hat dieses Siegerfunkeln in den Augen. Beendet er diesen Kampf mit zwei klaren Siegen? Vergesst nicht zu atmen, Leute! Ich werde ihn mit der stärksten Attacke, die ich je gestartet habe, angreifen. Hoji hat seinen Griff wieder gewechselt. Er hat einen neuen Plan. Das ist ein Rückhandgriff! Er braucht in dieser Runde sehr viel mehr Geschwindigkeit. Bereit? Auf die Plätze! Oh ja, wir wurden bereit geboren. 3, 2, 1! Let it! Hoji hat seine gesamte Kraft auf die Kette seines Langspulers übertragen. Und seht euch das an! Er hat seinen Bay in die Außenbahn der Arena abdriften lassen. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich kann nicht glauben, was wir heute hier erleben. Leute, Walter Oi bringt uns noch mehr Action mit einem weiteren Rush Launch. Was? Oh. Leute, was geht da ab? Seht euch das an! Horrorsuit sollte direkt in Veltriaks Spur sein, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Hoji Konda war vorbereitet und Veltriak hat seinen Gegner aus den Augen verloren. Oh, du machst wohl Witze! Nein! Das Spiel ist gelaufen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aha. Sieh dir mal Hojis Gesicht an. Ich habe das total falsch interpretiert. Du entkommst mir nicht! Los geht's, Veltriak, los! Und nutzt die Steigung der Außenbahn, um Geschwindigkeit zu gewinnen. Und worauf steuert er zu? Ihr habt es erraten! Auf Horrorsuit! Und wir dachten, dass Horrorsuit den Sack schon zumachen könnte! Horrorsuit Field!
TX! Hau ihn in Stücke! Ist nicht wahr. Parachute taumelt für einen Moment und kommt jetzt wieder runter. Das ist es, die Prüfung. Halte durch. Er sucht nach einer besseren Ausgangsposition für den Kampf. Oh nein, das machst du nicht. Belgier schlägt Parachute zurück und versucht, die Mitte zu erreichen. Ja, jag ihn weiter. Gut gemacht. Parachute hat Probleme damit, bei all diesen Attacken die Balance in der Mitte zu halten. Beltriac hängt an ihm wie eine Klette und holt sich über die Schräge immer mehr Geschwindigkeit. Das hab ich ihm beigebracht, Leute! Oh ja! Beltriac wird schneller und schneller. Danke, dass du das offensichtlich erklärst! Parachute versucht, ins Zentrum zurückzufinden, aber Beltriac greift von oben an! Abgedrängt! Parachute verliert seinen Schwung, aber er ist noch nicht bereit aufzugeben! Du musst ihn aus der Arena hauen! Rammen und zerschmettern, Partner! Seht euch an, was wir hier haben! Burst Finish für Valtriac. Volt Aoi gewinnt mit einem Endstand von 2 zu 1. War so knapp davor auszurasten. Das ist jetzt kein Witz. Für eine Sekunde habe ich gezweifelt, ob es diesmal schafft. Ich nenne sowas Gespür für Theatralik. Unfassbar, was ich da gerade gesehen habe. Du hast Aoi erlebt. Und zwar mit einem ziemlich coolen Song. Das kann nicht sein. Er hatte nur Glück. Denkst du? Was? Hoji hat vermutet, dass Volt etwas Neues probiert. Also hat er Horrorsuit auf die Außenbahn geschickt. Aber Volt wusste, dass er seinen neuen Move nicht enthüllen muss. Er wusste, dass sein Rush-Launch stark genug ist. Seht ihr, es gibt immer etwas, das man verbessern kann, selbst an den besten Moves. Wie er schneller wurde, das war mega beeindruckend. Das verstehe ich total. Auch wenn man so ein Crack ist wie ich, muss man sich immer wieder testen. Das ist nicht genau das, was ich gemeint habe. Ich kann's nicht glauben. Sorry, Horrorsuit. Gute Arbeit. Ich wusste, dass du es schaffst. Es ist offiziell, der Gewinner des A-Blocks ist Volt Aoi! Hey, gutes Spiel! Wow, danke! Aber bitte sag mir nur eins. Wieso hast du deinen neuen Move nicht gegen mich eingesetzt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe eigentlich an überhaupt nichts gedacht. Die Wahrheit ist, ich habe einfach gefühlt, dass Valtriac wollte, dass ich den Rush Launch einsetze. Also hast du mich besiegt, ohne zu denken? Seit langer Zeit hat mich nichts so sehr zum Lachen gebracht. Also danke. Ich nehme nicht an, dass du nochmal gegen mich kämpfen willst. Natürlich. Gegen dich jederzeit. So ist Volt eben. Unglaublich. Dieser Kindskopf gibt zu, dass er keine Strategie hatte. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Ernsthaft. Du bist doch auch bald dran, oder nicht? Ja, ich weiß. Shukurenai! Du schaust dir lieber meinen nächsten Kampf an, ganz genau. Okay, wer ist bereit für einen Battle im B-Block? Unser erster Teilnehmer, der es in die vierte Runde geschafft hat, ist Haruto Aota. Oh ja, seht euch euren nächsten Bezirks-Champion gut an, Leute. Und der nächste Teilnehmer, ein ganz heißer Favorit, Wakia Murasaki. Es ist schwer, nicht auf ihn neidisch zu sein, nachdem er es so weit gebracht hat, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Das Ergebnis steht sowieso fest. Aber es wäre nett, wenn du mich eine Weile an dir trainieren lässt. Was glaubst du, wer du bist? Ich werde Vivra mit meinem Bay völlig fertig machen.
Lass dich nicht so auf. Nimm es als Lernerfahrung beim Meister Kleiner. Mein Name ist nicht Kleiner! Eigentlich glaube ich, sein Name ist Haruto. Du willst es nicht anders! Hey, seht euch den an. Der sieht aus wie Volt, wenn sein Gesicht rot wird. Ja, er stampft auch so. Das ist echt total verblüffend. Sein Bay ist ein Angriffstyp. Genau wie der von Volt. Wyvern ist ein Abwehrtyp. Das allein gibt mir einen Vorteil. Oh, und keine Sorge, wenn dir das alles ein wenig zu Kopf steigt. Es ist schwierig, scharfsinnig zu bleiben, wenn man nie richtig herausgefordert wird. Was? Wie auch immer, diese Leute sind gekommen, um eine gute Show zu sehen. Schätze, ich hol mal meinen Bay raus und geb ihnen, was sie wollen. Okay, hier riecht's nach Amateur, also mach schnell. Erster Battle! Wie wird Wild Wyvern uns heute begeistern, frage ich mich. Blinzeln nicht erlaubt, das ist alles, was ich sage. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Wyvern schlägt sein Lager in der Mitte der Arena auf. Mit einem unglaublich präzisen Schuss. Ich erlaube mir, den Shield Launch vorzustellen. Was für ein Move ist das? Er ist zum Stillstand gekommen, direkt im Zentrum. Ich glaube nicht, dass Wyvern stillsteht. Er dreht sich nur so schnell, dass es von hier aus so aussieht. Das ist ein Move, den man nicht ohne extrem präzisen Start schafft. Alles klar, dann. Versuch mich anzugreifen, egal von wo. Haruto Aota zögert, um die Situation zu prüfen. Kann er einen Weg nach innen finden? Ich sehe keine Öffnung, aber ich habe keine Wahl. Einfach los! Er beginnt mit seiner Attacke. Worauf läuft das hinaus? Nein, sie hat keinerlei Wirkung auf Wyvern. Seine achtsackige Schildscheibe wehrt die Angriffe mit links ab, während seine Spitze immer wieder in Position zurückfedert. Kein Glück für Haruto. Unglaublich. Du bekommst eine kleine Kostprobe von Wyverns Stärke und ja, gern geschehen. Jetzt kannst du vor deinen Freunden angeben, dass du tatsächlich gegen mich angetreten bist. Shu, hörst du mich? Dein Spryzen wird das gleiche Schicksal erleiden. Hör auf damit! Oh, wow! Habt ihr das gesehen, Leute? Wyvern dreht sich immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er gestartet ist. Wakia Murasaki gewinnt mit einem weiteren Burst-Finish im ersten Battle. Glorreich zieht er ins Halbfinale ein, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denn um ehrlich zu sein, ich war ein wenig gelangweilt. Wakia ist viel stärker geworden, als er es letztes Jahr war. Mann, der ist echt klasse. Hey, hab ein wenig Selbstrespekt und hör auf zu sabbern. Du weißt schon, dass du ihn als nächstes klar machen musst. Denkst du wirklich? Alles ist immer eine Neuigkeit für den da. Also kämpfe ich als nächstes gegen ihn. Das ist klasse. Denkst du wirklich, dass du gegen den Shield Launch gewinnen kannst? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Das ist unser großer Bruder, Leute. Gegen jemanden, der so gut ist, kämpfen zu können, ist ein Traum, der wahr wird. Weltriek, unser neuer Gegner ist wahnsinnig stark. Das wird doch immer aufregender, oder nicht? Das kannst du aber laut sagen. Wakia rockt, richtig? Es ist unmöglich, ihn zu schlagen. Mit Sicherheit. Ja, der außergewöhnlichste Blader, den ich je gesehen habe. So, so, Volt und Wakia. Diese beiden zusammen werden besondere Musik machen. Ich meine es total ernst, Mom. Dieser Wakia ist eine Mega-Legende. Er kann jede Attacke mit seinem Shield-Launch abwehren, als wäre es nichts. Ja, mein Lieber, das ist sehr aufregend. Und jetzt beweg deine Hände weiter, das ist gut für dein Training. Oh, das stimmt, hab ich vergessen. Du hast mir jetzt die ganze Zeit sehr viel von diesem Wakia berichtet. Aber du hast mir noch gar nicht erzählt, wie dein Kampf gelaufen ist. Wie soll ich seinen Shield-Launch knacken? Es muss einen Weg geben. Volt? Hallo, ich frag dich, wie heute dein Kampf gelaufen ist. Keine Sorge, Mom, er hat wieder gewonnen. Er hat die vierte Runde geschafft. War eine ziemlich knappe Sache. Volt, das ist wirklich klasse. Ich weiß, ich krieg dich mit meinem Rush-Launch. Glückwunsch, Süßer. Ich muss nur... Let it rip! Rush Launch! Mm.
Sorry, Mom. Ich knete.